Bei Kalkwerk ist es so, dass sobald sich der Produkttyp ändert, werden automatisch die Standardvariationen oder Varianten der Komponenten geladen. Das heißt, ich gebe mal hier ein Beispiel, ein kurzes Beispiel. Wir haben jetzt den Typ AS. Nehmen wir an, ich ändere jetzt den Motor auf IE3, ich ändere den Klemmkasten auf zum Beispiel HT und ich ändere die Montage auf Roboter. Okay? Jetzt merken wir mal ein paar Variationen. Zum Beispiel das Laufrad ist jetzt in dem Fall unidirektional und der Motor ist IE3 und Klemmkasten ist HT. Sobald ich jetzt auf einen anderen Typ gehe, zum Beispiel AR, jetzt haben sich die Komponenten wieder auf die Standard oder auf die Standardvariationen, die für den AR passen. Das heißt, vorher unidirektional ist jetzt bidirektional, weil das jetzt die Standardvariante beim AR ist. Das Gehäuse ist jetzt ein Langgehäuse, was vorher nicht der Fall war. Motor ist IE2, vorher hatte ich selber auf IE3 gesetzt. Die Montage war zum Beispiel vorher Roboter, jetzt ist es auf Standard. Also man sieht, jedes Mal, wenn man das Produkt ändert, werden die Standardvariationen für dieses Produkt geladen. Diese Standardkonfiguration wird von den Produktregeln festgelegt. Natürlich kann nachträglich der Anwender die Variationen wieder oder eine andere Variation auswählen. Aber sobald er das Produkt ändert, wenn ich hier jetzt auch bidirektional XL, sobald er das Produkt ändert, werden wieder die Standardwerte dieses Produkt geladen und die anderen Werte oder Änderungen fliegen damit raus. Man sieht auch hier beim AS habe ich diese Optionen zur Verfügung, beim Laufrad zum Beispiel. Sobald ich auf AR gehe, habe ich dann weniger Optionen zur Verfügung. Ja? Und das ist auch wieder wird von den Produktregeln bestimmt, weil gewisse Optionen, die vorher beim AS da waren, machen für den AR oder sind für den AR nicht relevant. Genau dasselbe sieht man hier. Sobald ich, wenn man hier jetzt hier sieht, die Motordrehzahl, habe ich jetzt vier Optionen. Und sobald ich jetzt zum Beispiel eine andere Größe nehme, habe ich jetzt weniger Optionen zur Verfügung. Weil auch wieder hier die Option, die jetzt nicht hier nicht mehr zur Verfügung steht, ist für diese Baugröße nicht relevant.